Na gut, dann herzlich willkommen. Dann, was wird passieren heute Nachmittag? Alles wie gehabt. Nur irgendwie neu. Es gibt noch heute Mittag eine kleine Pause. Nur, dass du Bescheid weißt, die anderen wissen das. Genau. Ansonsten könnte man sagen, das Besondere oder das scheinbar Besondere hieran ist, dass ich nichts zu sagen habe. Dass ich keine Botschaft habe, dass ich nichts mitzuteilen habe, was auf irgendeine Art hilfreich ist oder nützlich. Das, was passiert, ist alles, was es gibt. Das, was scheinbar passiert, ist alles, was es gibt. Und es ist, man könnte sagen, auf seine eigene Weise stimmig und voll und satt, aber für niemand. Das heißt, wenn ich von stimmig, voll und satt rede, ist das keine Erfahrung oder nichts, was man erfahren kann, nichts, was das Ich erfahren kann. Aber man könnte sagen, das ist genau das, was das scheinbare Ich sucht. Eine Erfahrung von Stimmigkeit, von Richtigkeit, von Glück, von Ekstase, von etwas Gutem, sage ich mal. Das kann Wissen sein, dass ich weiß, dass alles gut ist, dass ich das Gefühl habe, angekommen zu sein oder irgendwo anzukommen, dass letztendlich ich weiß oder in einem Zustand des Wissens lebe, dass alles gut ist und dass meine tägliche Erfahrung ist. Das ist das, was das scheinbare Ich sucht. Das Dilemma daran ist, dass dieses ganze Erleben, jemand zu sein, nichts Reales ist. Das heißt, das Einzige, was das scheinbare Ich scheinbar erreichen kann, sind Zustände von Glück, von Freude, Gefühl von Ankommen, das aber eben genauso illusionär ist und im Prinzip leer und nicht real wie das Erleben von Ich Bin selbst. Ja, genau so könnte man das Setup von Ich Bin beschreiben. Es ist nicht nur Ich Bin, sondern ich erfahre etwas. Daraus besteht das Setup von Trennung. Ich und meine Erfahrung. Ich und die Situation, die ich erfahre. Beide sind illusionär. Beide existieren nicht als zwei getrennte Realitäten, beziehungsweise das Erleben einer Situation und das Leben in Realität findet nur statt innerhalb dieses Traumes, dieser illusionären Anwesenheit von Ich Bin. Das heißt, worüber wir heute Mittag sprechen und worum es heute Mittag geht, ist nicht ein Ankommen innerhalb dieses Setups. Es ist nicht ein, wie finde ich den richtigen Weg? Welche Methode ist die beste, um irgendwann glücklich zu werden? Was scheinbar passiert hier, ohne Grund allerdings, ist ein Hinweisen, ein scheinbares Hinweisen darauf, dass dieses ganze Setup nicht real ist, dass das Ganze sozusagen der Traum ist oder ein Traum ist. Aus der Sicht von Ich Bin geht es um sein Ende, um seine Abwesenheit. Aus der Sicht von Ich Bin gibt es hier keinen Zugewinn. Es gibt absolut keinen Zugewinn. Es könnte höchstens die Illusion von Verlust stattfinden, dass ich etwas verliere. Meine Realität, Glaubenssätze, was vielleicht noch als angenehm erlebt wird. Von Ich Bin. Letzten Endes, aus der Sicht von Ich Bin, ist der absolute Verlust. Im Verlieren fällt auf, dass gar nichts wirklich verloren geht. Im Verlieren fällt auf, dass das, was ich bin, glaubte zu haben, zu wissen, zu erfahren, gar nie
real war. Das heißt, im Verlieren geht gar nichts verloren. Und im Sterben stirbt nichts. Im Sterben von ich bin stirbt gar nichts. Und diese Instanz, ich bin, ist nicht real. Und die Klammer war nie real. Was übrig bleibt auch in Anführungszeichen, ist das, was scheinbar passiert. Was übrig bleibt, ist genau das. Man könnte sagen, die Überraschung ist, in Abwesenheit dieser Illusion von ich bin und ich erfahre etwas, in Abwesenheit dieses Traumes, ist es stimmig und rund. Aber eben, wie gesagt, für niemand. Man könnte sagen, die zweite Überraschung ist, dass es diese Erfahrung nicht braucht. Also Einheit und das, was passiert, braucht keine Erfahrung von sich selbst und braucht nicht das Wissen oder die Erfahrung, um ganz zu sein. Es ist einfach ganz. Das heißt, wir werden heute keinen Schritt gehen. Niemand wird irgendwo ankommen. Niemand wird was verlieren. Das ist alles, was es gibt. Mehr gibt's nicht. Ich habe nichts zu bieten. Ich hatte es gestern noch beschäftigt mit diesem, dass es keine Bindung, also keine Verbindung gibt. Mhm. Und dann wurde mir wieder mal so deutlich, dass alles, was man tut, was ich tue, immer für mich ist. Ja. Ausnahmslos auch. Wenn es gegen mich ist, ist es trotzdem letztendlich für mich. Ja. Ja, absolut. Wie unattraktiv es für ich bin, ist dieses. Ja. Also es möchte schon dann sein. Ne? Absolut, ja, ja, absolut, ja. Natürlich. Ja. 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 Das ist, nee, also dieses, wovon du sprichst, wovon man nicht reden kann, ja. Darum ist dann eher so, nee. Nee, ist, genau, ist wirklich unattraktiv aus der Sicht von nicht. Weil es wirklich davon lebt. Und nicht zu sein. Will es nicht. Es besteht daraus, scheinbar zu sein. Mhm. Aus dem Gefühl von, mich gibt's. Genau. Und in Beziehung zu leben. Mhm. Absolut. Ja. Mhm. Ja. Ja. Und natürlich auf eine Art auch die Notwendigkeit, sag ich mal,
noch da bleiben zu müssen. Mhm. Weil auf eine Art, das ist noch nicht. Mhm. Da kommt noch was. Mhm. Irgendwas kommt und dafür muss ich da sein. Dafür muss ich noch überleben. Ja. Ja, stimmt. Auch wenn es nicht so bewusst ist oder auch sich aufgelockert hat, es ist trotzdem da. Auf, ja. 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 Warten auf. Das. Ja, Leben für Warten auf. Mhm. Genau. Ja. Da kommt noch was. Oder wenn es nicht mehr ist, da kommt noch was. Zumindest das kann es noch nicht sein. Das ist ganz klar. Das ist klar. Dass es das nicht ist. Also das kann es nicht sein. Ja, absolut. Absolut. Komisch, gell? Man lebt so in diesen Bezügen und will so... Ich bin... Lebt ja davon. Und gleichzeitig spürt es aber wohl schon, spürt es schon, dass es das nicht sein kann. Ja. Verstehen kann man das nicht. Nee, auch das kann man nicht verstehen. Ja. Man könnte anfangen dann zu spekulieren, das ist also wohl eingebaut, dass da immer ein Unbefriedigtsein da ist. Aber das ist um alles sich selbst nur, zu suchen oder ja, das was weiß ich. Ja. Es gibt da keine Antworten. Ja, es gibt darauf keine Antworten, ja. Genau. Letztendlich, weil natürlich dieses ganze Setup, dieses ganze Dilemma nichts Reales ist. Das heißt, schon allein deshalb kann es keine reale Erklärung oder reale Antwort darauf geben. Ja. Geschichten, klar, kann man genug, aber genau. Ja. Das heißt, so gesehen ist eben das Erleben von ich bin genauso das Unerklärliche wie alles andere. Mhm. Also, meine Erfahrung ist, dass das Ich sich ja schon im Körper auch materialisiert hat. Also zum Beispiel habe ich immer Probleme mit dem Gehen. Ich habe einen Unfall gehabt und dann nach dem Unfall muss man ja mit was weiß ich wie Stöcken und Übungen und ich weiß nicht was alles wieder hergestellt werden. Und heute Morgen ist mir aufgefallen, ich gehe ja ohne ich. Ja. Also damit will ich sagen, die Erfahrung, dass der Körper ich auch materialisiert hat, also in Bewegungen und in Handlungen und oder wie würdest du das bezeichnen? Weil das Ich eigentlich notwendig war für ganz bestimmte Handlungen oder Bewegungen oder Daseinsform. Ja, ich würde eigentlich nicht sagen, dass das Ich notwendig dafür ist, für das Funktionieren, aber dass es sich natürlich immer, wenn da jemand ist oder wenn dieses Erleben von Ich Bin stattfindet, ja, dass dann natürlich die Illusion stattfindet, dass es mich braucht, dass es meine Willensanstrengung ist, die Übung durchzuführen. Ja, was, genau. Genau. Und ist es was im so? Prinzip der Traum ist. Das, es wird nicht benötigt. Das, genau, ich bin macht es nicht. Es lebt nur in der Illusion davon, es zu machen. Aber was ich ganz ähnlich beschreiben würde, ist, ich bin, deshalb beschreibe ich das als energetisches Setup. Also ich bin
wie gesagt, das ist nicht nur ein Gedanke oder irgendwie sowas, sondern das erlebt sich als ich bin im Körper. Ja. Im Prinzip erlebt sich das als Manifest, ja, so wie du es gesagt hast. Ja. Als etwas Manifestiertes, das auf eine Art das meine ich mit im Körper drin sitzt und alles erlebt. Ja, ja, absolut. Ja. So erlebt es sich. Es ja, ist genau. Nicht real, nichts ist da. Das ist nichts, was Substanz hat, aber es erlebt sich so. Genau. Ach ja. So, du meinst, dass es gar nicht real ist? Absolut, natürlich. Genau. Ach so? Ja, es gibt keine. Ja. Das wäre der Traum. Aber mit Traum meine ich eben nicht, was im Kopf zusammengesponnen ist, sondern dieses ganze Erleben ist illusionär. Das ist der Traum. Das zu sein. Diese Verkörperung von ich bin zu sein, das ist der Traum. Diese Verkörperung von ach, ich kann jetzt wieder laufen oder so. Was das ist, nee, das ist das, was scheinbar passiert, aber wenn da jemand ist, der erlebt es als etwas Reales. Ich bin, mich gibt's, ich wohne hier drin. Genau. Und ich hab den Körper wieder zum Laufen gebracht. Oder genau. Die Ärzte oder die Übungen oder wer auch immer. Jetzt würde man sagen wollen, ach, da musst du ganz viel Übungen machen, dass das sich wieder auflöst. Aber du sagst ja, das gibt's gar nicht, also brauche ich gar keine Übungen machen. Na, eben diejenige, die die Übungen machen will, genau das wäre ich bin. Die glaubt zu sein und die glaubt sich auflösen zu können oder zu müssen, warum auch immer. Ja, das, was sich materiell erlebt, ich materiell ja erlebe. Also, ich kann nicht laufen. Genau, aus der Sicht von ich bin, ist das eine Erfahrung. Nämlich ich bin real und ich habe die reale Erfahrung, dass mein Körper wieder funktioniert. Genau. Letzten Endes aufgrund meiner Anstrengung. Genau. Ja. Und du sagst, das muss ich nicht auflösen, sondern das. Nichts muss, das ist das, was scheinbar passiert. Ich will halt gerne etwas, was du sprichst, irgendwo. Ja, und das geht nicht. Leider. Ja, es geht. Ich verstehe nichts. Genau. Genau, das ist das, was ich bin hier machen kann. Sitzen und nichts verstehen. Scheinbar hier sitzen und nichts verstehen. Beziehungsweise in dem Traumleben, dass ich hier sitze. Genau. Und dass ich nichts verstehe, obwohl es eigentlich etwas gibt, was verstanden werden kann. Oder obwohl da draußen was ist. Das schwingt natürlich für ich bin immer mit. Ich bin es nicht wirklich zufrieden damit, dass es nicht versteht. Unterschwellig ist natürlich die Annahme, dass ich es nicht verstehen kann, weil ich zu klein bin oder zu limitiert. Aber theoretisch könnte es jemand. Da gibt es was. Aber es gibt da was. Was nagt. Genau, ja, da draußen ist was. Und was nagt, ist im Prinzip, dass es eben doch nicht ganz stimmig ist, es nicht zu verstehen. Genau. Ja. Aber es gibt eben weder ich bin, noch eine reale Situation, noch etwas Großes zu verstehen. Das gibt es einfach alles nicht. Darf ich dich jetzt mal was fragen? Ja, bitte. Wenn dein Ich bin, ist ja gestorben, oder? Das wäre die Geschichte dazu, ja. Also das sagst du ja immer, wenn dich jemand fragt. Jetzt, also, und du fühlst dich nicht in deinem Körper? Nee. Wie kannst du, dann ist das hier alles leicht und Luft und hell und... Nee, es ist so, wie es ist. Aber es ist natürlich nicht etwas, ja. Etwas, das du nicht beschreiben kannst? Ja, weil ich nicht da bin. Nicht, weil ich daneben stehe oder außerhalb davon bin. Also ich bin nicht drin, aber ich bin auch nicht draußen. Ich bin nicht da. Was auch schon tricky ist, weil es sich natürlich anhört, als ob da irgendwo ein Ich Bin ist, das nicht da ist. Ich sehe dich. Aber es ist kein Erleben davon, nur ich zu sein. Mhm. Ja. Aber da muss das sehr, sehr entspannend sein, oder?
Also vielleicht das kannst du wieder nicht vergleichen, weil du ja das so... Nicht mehr, kommt darauf an, was du unter Entspannen siehst, aber natürlich die ganze Anspannung, der Druck, jemand zu sein, ist natürlich nicht da, weil er nur in diesem Traum von ich bin stattfindet. Nämlich ich bin und ich muss mein Leben machen und ich bin verantwortlich und es gibt richtig und falsch und ich kann es wirklich vergeigen. Das ist der Traum. Und auf eine Art lebt ich bin in dieser Anspannung. Allerdings, man könnte sagen, der scheinbare Nachteil, wenn man das so sehen will, ist, es bleibt natürlich niemand übrig, der das genießen kann. Als jetzt, als einen neuen Zustand, als eine neue persönliche Erfahrung. Aber wo du noch ein Ich warst, kannst du jetzt das noch vergleichen, so wie es jetzt ist und so wie es... Nee, das ist nämlich die Überraschung, dass da nie ein Ich war. Dass diese ganze Anwesenheit nie passiert ist als eine Realität und sich so gesehen nichts verändert hat. Es war genau das, was schon immer passiert ist. Es war nie was anderes. Dann hast du dich auch immer so gefühlt, wie du dich jetzt fühlst, gerade jetzt. Ich fühle mich so, wie ich mich fühle, ja. Und das war schon immer so, ja. Ich habe jetzt kein besonderes Gefühl. Ich lebe nicht in einem Zustand von irgendwas. Also hier ist jetzt nicht ein Zustand von Entspannung oder dass ich jetzt eine bestimmte Erfahrung habe in Abgrenzung zu allen anderen Erfahrungen, die ich nicht mehr habe. Nö, es ist einfach so, wie es ist. Und in Anführungszeichen, das war schon immer so. Das heißt, scheinbar im Rückblick kann ich keine Veränderung feststellen. Ich könnte keine Veränderung nehmen und sagen, das hat sich verändert oder verbessert. Was absolute Überraschung ist. Es ist wie eine Feststellung, das Setup von ich bin ist nicht mehr da, eine scheinbare Feststellung. Ja, es war ja eine Illusion. So könnte man sagen, ja. Was eine absolute Überraschung ist. Weil natürlich, ich bin ganz fest davon ausgehend, dass etwas passiert und dass sich ganz real was verändert. Wenn ich irgendwas bin, erleuchtet oder zufrieden bin. Wenn ich ohne ich bin, was weiß ich. Das ist es. Es gibt nichts anderes. Aber natürlich können wir sagen, solange der jemand ist, der das sucht, oder der sucht, das zu erfahren oder zu sehen, der übersieht es in Anführungszeichen. Der will es auch übersehen, weil das ist einfach nicht genug. Also es ist einfach nicht genug. Ja, und das ist nichts, was anders sein könnte oder müsste oder es da einen Kniff gibt. Genau. Weil aber ich bin nicht das einfach zu es wenig. Es ist einfach nicht genug. Genau, das kann es nicht sein. Aber nicht absolut. Mhm. Ganz natürlich. Auch das ist, kommt aus diesem energetischen Erleben. Es kann nicht anders. Mhm. Genau. Es kann nicht. Ich meine, das versuchen ja alle, das für sich gut zu machen. Aber wenn ich doch nur akzeptieren könnte, dass es gut ist. Erleben, sehen, weiß der Geier was. Genau. Aber ist es ja jenseits. Also genau, aber im ganz unmittelbaren Erleben von Anwesenheit schwingt gleich ein... Ja.
dafür. Dafür komme ich nicht hierher, dafür lebe ich nicht, etc. kommt da dann auch. Genau, dafür stehe ich doch morgens nicht auf, dafür meditiere ich doch nicht mein Leben lang. Genau. Also, ist ja ganz nett hier, aber. Genau. Das kann es doch nicht sein. Aber es gibt natürlich nichts anderes. Also, das ist es. Kannst du mal was bitte über Entscheidungen und Willen und so sagen? Also es ist wahrscheinlich so, dass Dinge, Sachen scheinbar, also ich versuch's mal einfach wieder, dass Dinge einfach scheinbar passieren und dieses Ich Bin beansprucht ist dann, dass es das gemacht hat. Oder kannst du mehr dazu sagen? Ja, so könnte man sagen, dass es entweder gemacht hat oder mindestens, dass es ihm passiert ist und eine größere Macht dahinter steckt. Also es kann jetzt schon sehen, dass es nicht für alles verantwortlich ist, aber es kann zumindest eine Einstellung einnehmen zu dem, was passiert. Genau. Also Ich Bin fühlt sich in seinem kleinen Rahmen verantwortlich und als der Handelnde. Einfach, mich gibt's und ich kann frei entscheiden. Punkt. Aber die Dinge passieren einfach nur scheinbar. Genau. Einschließlich dieser Körper und dieser scheinbare Körper und einschließlich dem, was gedacht wird und was entschieden wird und was passiert. Genau. Ja. Das heißt, Entscheidungen so gesehen ist auch das, was scheinbar passiert. Auch das Unbekannte, das erscheint als links, rechts, links. Was schon alles ist und in sich stimmt. Was nicht das Wissen braucht, um ich habe mich richtig entschieden. Was keine Geschichte braucht. Aus der Sicht von Ich Bin sind Entscheidungen natürlich sehr wichtig immer. Weil es vermutet seine Erfüllung in der Zukunft. Und das heißt, da ist es absolut letztendlich sehr existenziell, ob ich mich jetzt richtig oder falsch entscheide. Weil das Entscheiden selber ist es noch nicht. Und das, was ich erfahre, ist es noch nicht. Aber das, was ich jetzt entscheide, bringt mich dahin, wenn ich mich richtig entscheide. Das heißt, für das scheinbare Ich steckt in jeder Entscheidung, klar, manche sind größer, manche kleiner, aber letztendlich steckt in jeder Entscheidung bis zu einem gewissen Grad diese Existenzialität drin. Von ich muss mein Leben machen, es gibt richtig und falsch, ich kann mich richtig und falsch entscheiden und wenn ich verbocke ich das, wofür ich mein ganzes Leben lang lebe, nämlich meine persönliche Erfüllung, die irgendwann am Ende auf mich wartet. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, wenn das so ist, dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich nichts mehr entscheide. Und diese Entscheidung ist auch eine Illusion. Also, Quatsch. Vor allem funktioniert es nicht lange. Ja. Auch das bleibt eine Arbeit. Ja. Es ist nichts, was ich bin, einmal entscheide. Es klappt hinten und vorne. Ja, das ist ja die Idee von Ich Bin könnte sich dann zurückziehen im Sinn von, dann lasse ich alles geschehen. Was so lange gut funktioniert, wie es einigermaßen gut läuft. Aber sobald es irgendwie schräg läuft, wird Ich Bin ganz schnell wieder zum Anliegen. Das heißt, das wäre nicht die Empfehlung, die hier gegeben wird. Alles nur geschehen zu lassen. Man kann es ja mal probieren, um zu merken, dass es natürlich, ja gut. Ich Bin wird natürlich auch das probieren. Und, ja. Was nicht falsch ist, aber es bleibt einfach innerhalb dieser Setups von Ich Bin. Was auch nicht falsch ist.
was im Prinzip das Gleiche wäre, wie eine richtige Haltung einnehmen, dem Leben gegenüber, alles nicht so ernst zu nehmen, es laufen zu lassen, was weiß ich. Es beschäftigt mich auch immer wieder dieses, dass alles eben immer genauso erscheint, wie es erscheint. Ja. Ja. Wie ist denn das jetzt nochmal mit der Zeit oder nicht Zeit? Also, es erscheint. Im Prinzip wird es da schon schwierig, also, dass alles immer erscheint, wie es erscheint. Letztendlich, ehe es erscheint, ist schon eine Geschichte. Das hört sich schon an, wie, als ob etwas erscheint. Als ob das etwas ist, das jetzt da ist. Also etwas Reales. Im Prinzip ist das schon die Geschichte. Aber für das Scheinbare, wozu es keinen Zugang hat, was letztendlich auch nicht vorstellbar ist, einfach, dass es so ist, wie es ist. Ohne Grund, ohne irgendwas dahinter. Und ohne, dass es woher kommt. Ohne, dass es natürlich, ohne, dass es wirkt, ohne, dass es irgendwo hingeht, ohne, dass es real ist, ohne, dass es irgendwas ist. Das ist unvorstellbar, dass das ist, ohne, dass es was ist. Das ist unvorstellbar. Ja, es ist unvorstellbar. Und das sind nur die Gedanken. Nicht zu lösen. Das sind nur Gedanken zu denken, jetzt, was weiß ich, in Stuttgart unten passiert ja jetzt auch gleichzeitig tausend Dinge. Ja, aber wenn ich das, passieren ja das wäre schon, genau, das wäre schon versuchen, es zu verstehen. Okay, das sind also nur Gedanken. Es gibt keine Stuttgart, aber, nee, es gibt auch die Gedanken nicht als, es gibt das, was passt, nicht mal das, was passiert, als ein reales Geschehen. Verdammt wenig. Aus der Sicht von ich bin nichts. Ja, ja. Genau. Und dabei ist es alles. Denn für ich bin es nur etwas, ein Teil meines Lebens, ein Teil der ganzen Welt, ein Teil von allem, was es gibt. Ist halt auch dieses Zimmer und Leute drin. Genau. Und jetzt soll es nicht mehr im Zimmer sein, die Leute drin. Sowieso schon ungenügend. Jetzt soll es auch noch weniger sein. Soll es noch weniger sein, nämlich nichts. Das ist alles. Nichts und alles. Was ist das für mich drin? Ist das ein Mysterium? Natürlich, absolut. Also, das ist also Mystik oder Mysterium, aber nicht verstehbar. Aber irgendwie fühlbar, dass da was ist, was magisches oder ich ja. Aus. Ja, ja, ja. Aber natürlich, auch was nicht falsch ist, aber natürlich die Annahme, einfach, was aus diesem persönlichen Erleben kommt, da draußen ist was. Was Größeres, etwas, wozu ich keinen Zugang habe. Gott. Religion würden das Gott nennen. Und dann natürlich der Versuch, der ehrliche Versuch, das durch Gebet und Versenkung und irgendwie zu finden, in der Hoffnung, dass ich es erfahren kann.
aus der Sicht von Ich Bin, ist das, was es sucht, eben immer jenseits von dem, was passiert, jenseits seiner Erfahrung. Das kann es nicht sein. Es muss irgendwas muss dazukommen oder es muss im nächsten Moment oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall jenseits dessen, was passiert. Das ist die Annahme, die Ich Bin hat. Als Geschichte könnte man sagen, es ist genau das. Es ist nur auf eine Art jenseits seines Erlebens. Was natürlich auch eine Geschichte ist. Aber ich würde schon sagen, dass, dass manchmal das so erscheint, wie wenn das Mysterium auch jenseits von dem Ich ist. Also jenseits von dem Ich Bin, sondern das Mysterium ist was, wo ich in dem Moment sagen würde, ist kein Ich Bin da. Ja, absolut. Aber wenn es bemerkt wird, wieder dieses Mysterium, dann ist jemand da. Das Ich Bin, dieses Mysterium, und baut es auch wieder ein. Ich habe das erlebt. Ab dann wird es, genau, ja, absolut. Das, ich meine, in dem Sinn, wenn da niemand ist, kann man es in dem Sinn nicht mehr wirklich Mysterium nennen, weil es gar niemand mehr fragt, was es ist. Nee, das ist aber das Rücksicht zu sagen, genau. Es war nicht fassbar oder nicht. Aber dann ist es natürlich das Wunder, nicht etwas, das absolut jetzt. Ja. Aber für niemanden, da ist natürlich niemand, der es erlebt. Aber genau, sobald da wieder jemand ist, für den wird es wieder zu etwas, das Mysterium. Ja. Das ich mal hatte, das ich mal erlebt habe oder das eben da war. Nicht nur als Gedankenspiel, sondern als was sehr. Ja, was fühlbar. Fühlen ist auch schon nicht so richtig. Ja, was ich klar. Spüren auch nicht so richtig. Also als was. Ja, es war noch näher. Es war einfach alles, was da war. Ja, sozusagen. Das kann, das kann man wieder mitbenennen. Ja. Also tschüss mit dieser, ich habe immer noch in diesem Stuttgart, tschüss mit dieser ganzen Vielfalt und allem. Ich glaube, das ist mir schon an sich kostbar. Ich will jetzt nicht in dem Gewimmel sein, da unten in Stuttgart. Aber so wissen, dass es am Himmel ist. Und in Afrika und weißt du, Kairo, diese ganzen Interaktionen und die Fallen und die Groben und die, ist alles damit. Ist nichts Reales, genau. Ist nichts, was als eigene Realitäten existieren. Ja. Also jetzt ist nur ein Gedanke oder was? Eine Vorstellung, die ich aus scheinbaren Erfahrungen. Es spielt eigentlich keine Rolle, was es jetzt ist. Doch, für mich schon. Ja, schon, aber ja, ich bin, genau, ich bin wurstelt, könnte man sagen, in seiner scheinbaren Realität rum und versucht herauszufinden, was ist denn jetzt? Genau. Was ist denn jetzt los hier? Genau. Diese ganze Fülle, gibt es die jetzt oder gibt es die nicht? Das will ich gerne wissen. Welche ganze Fülle? Ja, von der ich gerade geredet habe. Die ganze Welt, die ganze Interaktion. Nee, natürlich gibt es das nicht. Ja. Echt jetzt? Echt jetzt? Was auch immer echt jetzt, ja. Aber ist das nicht so, wenn es etwas nicht gibt, dann muss es zuerst ja auch geben, damit es nicht sein kann. Das kommt mir jetzt auch schon sehr gut durchdacht vor, aber also es muss nicht etwas geben, damit dieses Etwas dann nicht sein kann. Das, was ist, ist nicht etwas. Es ist einfach nicht etwas. Was nicht etwas ist, was es dann auf einmal nicht mehr gibt, sondern es ist, man könnte sagen, es ist beides gleichzeitig. Was aber auf jeden Fall so viel heißt wie, es ist auf keinen Fall etwas. Letzten Endes gibt es einfach keine Antwort darauf, auf das, was gibt es in Abgrenzung zu, das gibt es dann nicht mehr.
nichts gibt es als eine Realität. Und da lässt sich nicht, das lässt sich nicht trennen. Es ist einfach so, wie es ist. Und wenn das ist, denken an Stuttgart und den Eindruck, Stuttgart gibt es, dann ist einfach das, was ist. Aber genau so, wie es ist. Nicht mit, ja, eigentlich nicht, aber das ist für mich überfahrbar oder. Verstehe. Und das habe ich auf eine Art gemeint, denn aus der Sicht von ihm ist das ein absolutes Mysterium oder absolut unverständlich, wie es so sein kann, wie es ist. Mhm. Ja. Also, ist das alles nur so eine, alles scheinbar nur eine konditionierte Wahrnehmung von allen Lebewesen quasi? Weil, ich meine, Hunde zum Beispiel, wir haben ja gestern gesprochen, Hunde, ja. Ich bin irgendwie nicht oder weniger. Hunde wollen trotzdem gerne auf das Sofa draufspringen und da liegen, weil sie sich da toll drauf fühlen. Was wir als Sofa wahrnehmen. Die Hunde mögen es möglicherweise nicht als Sofa wahrnehmen, sondern als einfach nur eine Erhöhung. Ja, wobei da ist ja auch, als irgendwas war, scheinbar. Dem würde ich widersprechen. Dass da ein Hund drin sitzt, der. Also es findet eine Funktion, Wahrnehmung statt, was einfach eine scheinbare Funktion ist, das Leben von scheinbar belebten Wesen. Aber da ist jetzt niemand, der sich darin als Hund erlebt und denkt, ich springe jetzt da rauf, weil ich es da oben besser habe. Aber was passiert, was scheinbar passiert ist, da raufspringen und es scheinbar besser zu haben. Absolut. Aber scheinbar wollen ja alle Hunde immer da raufspringen. Die Hunde, die haben nämlich um den Drang, um weit oben zu sitzen, weil da sitzt irgendwas Besseres. Ja? Das ist das Wunder, dass es so ist, wie es ist, ist das Wunder. Ja. Es gibt keinen realen Grund dafür, weil eben dieses ganze Geschehen kein reales Geschehen ist, sondern das Unbekannte. Aber die Geschichte dazu wäre, der springt da hoch, weil es ihm da besser geht. Klar. Ist man in diesem Zustand ganz natürlich bei der Geburt? Also, ja, also da ist niemand in dem Zustand, aber das Erleben, jemand zu sein, kommt in der Regel ein paar Jahre später. Das ist eigentlich die Geburt von ich bin. Also wir haben es alle schon mal gehabt, diesen Zustand von Nichtsein oder Wenn man so will, könnte man so sagen. Es ist die natürliche Realität. Ja. Aber natürlich beim kleinen Kind ist natürlich auch niemand da, der sich erlebt als darin. Insofern ist es eben kein Zustand. Es ist nur die Abwesenheit dieses Setups. Aber aus der Sicht von ich bin, ist es die eigentliche Geburt. Die Geburt von Selbstbewusstsein. Also ein Bewusstsein darüber, dass da etwas ist, das ich bin. In Abgrenzung zu allem anderen. Was weder richtig noch falsch ist, aber. Ja, es ist einfach so, wie es scheinbar ist. Ich zu sein ist einfach so, wie es scheinbar ist, ich zu sein. Das macht wahrscheinlich auch überhaupt keinen Sinn, das überhaupt versuchen zu wollen, das zu verstehen alles, oder? Natürlich nicht. Mhm.
selbst erforschen wird in dem Sinne nicht empfohlen. Also, man kann es auch nicht wirklich verhindern, wenn da jemand ist, aber. Weil es eben auch eine Methode ist, die aus diesem suchenden Drive kommt und letztendlich eine Antwort vermutet oder ein Ankommen oder ein Ende der Suche. Für mich allerdings durch ein Finden, durch ein Verstehen. Kannst du ein absurdes Bild, aber das werden wir nicht verstehen. Kennst du, was bin ich? Schon Fernsehserie. Also die Fernsehserie, wo man so der Fall immer so für den Fall morgen so ein Schweinchen drauf stellt, die falsche Frage und so. Und ich hatte gerade das Gefühl, es geht ohne Ende. Wir sitzen hier und spielen, was bin ich? Und es geht irgendwie, es hört nicht auf, wir sitzen in 5 Jahren noch hier und du schießt dieses Ding da rein. Und ich werde reich dabei. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dahinter steckt. Das hat jetzt seit 5 Jahren mich da drauf gebracht, also, haben wir das schon mal erlebt? Also diesen Zustand, oder? Ja. Wieso, weißt du denn? Das ist kein Zustand. Also, never ending, eigentlich so. Das war ja, das 5 Mark damals. 5 Mark war das, ja. Genau. Ja, solange da jemand ist, wird es nicht aufhören. Ja. Letztendlich ist diese Veranstaltung auch gar nicht darauf ausgelegt, dass es aufhört. Weil das ist ja so, wie es ist. Aber solange da jemand ist, wird eine Frage stattfinden und keine Antwort zurückkommen. Ich sage, es läuft sich tot, diese. Das ist so ein. Das ist ein Momentum, wo genau weniger wird. Ja und nein. Ja. Aber als Kollektiv, also wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, wir bleiben jetzt hier sitzen. Man will es wirklich wissen. Und dann bleiben wir sitzen und dann mal sehen. Könnt auch wie im Taxi, wenn es zu lang ruhig ist, kommt es automatisch mal. Bing! Ich bin natürlich bei meinen Gedanken. Ja. Und eigentlich ist diese Befreiung von Ich Bin eigentlich absolut notwendig, weil die ganze Prägung und was dieses Ich gemacht hat, haben wir ja oft gar keine Wahl gehabt. Natürlich nicht. Ja. Klar. Also das ist ja gar nicht entstanden wie mit meinem Dazutun, da kam ja alles Mögliche. Und das ist ja nur eine Befreiung von, wenn ich nicht bin. Das ist absolute Befreiung, ja. Aber für niemand. Also für niemand. Es ja, bleibt ja, kein okay. Befreiung. Also, natürlich. Erstmal, solange ich noch ich bin, kann ich mich darüber freuen, dass eine Befreiung bevorsteht. Ungern nehmen. Er ist dann bloß enttäuscht. Ja. Also, genießt es. Das ist so lange, wie ich noch freue. Ja. Es gibt natürlich keine Befreiung, aber. Ja, ja, ja. Okay, also. Ich habe kein anderes Wort dafür. Ja.
Ich kann mir jetzt nicht deine Worte. Ich hätte auch Befreiung gemacht. Kann ich jetzt nicht so einfach übernehmen oder nachahmen oder irgendwas, kann ich gar nicht. Ja, im Prinzip ist das einfach Teil des Traums von Ich Bin, dass da noch was kommt. Ach, du meinst die Befreiung? Zum Beispiel. Genau, dass ich jetzt hier bin und dass da noch was kommt, was auf jeden Fall besser ist, das ist der Traum. Wenigstens ein gescheiter Traum. Ich habe viele Träume. Ja, das ist nicht falsch. Natürlich. Wie gesagt, das ist ohne Grund. Ja, das ist viel. Super erleuchteten Tiru Vanalai, Ramana Maharshi. Ja, ja. Der wohl auch oftmals den ganzen Tag irgendwo einfach auf seinem Stuhl saß und einfach völlig leer war. Ja, und von ihm wird so gesagt, in der Geschichte, dass er so kein Ich mehr hat. Oder dennoch hat er den Leuten diese Self-Inquiry als Aufgabe immer wieder gegeben, mhm. als Weg dort hinzukommen. Mhm. Eigentlich unverständlich. Bitte? Eigentlich unverständlich dann. Und so. Ja, so ist es. Ist auch wieder sowas Unverständliches. Ne? Absolut. Ja. Ja. Offensichtlich gibt es keine Verbindung zu dem, was hier gesagt wird. Mit dem Angebot des Self-Inquiry und dem, was hier gesagt wird, gibt es keine Überschneidung mehr. Ja, das ist klar. Warum, wieso, weshalb, der das und keine Ahnung, aber. Ansatzweise, wenn man was Gutes, aber ihm das unterstellen will, sagen könnte, wäre natürlich, dass das im lockeren Gespräch gesagt wurde, aber ich bin eine Religion draus gemacht hat. Ja. Aber so viel ich weiß, hat er das selber unterstützt dann, zumindest die letzten Jahre. Also, dass es selber sein Ding ein bisschen geworden ist. Auch. Ja, der hat das nicht jedem geraten. Also man guckt, wo die Leute stehen, aber... Was in Bezug auf diese Botschaft schon entsprechend ist. Ja.
Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen dem, was hier gesagt wird und was bei Tony Parsons gesagt wird? Ich sehe keinen. Auch wenn es bestimmt das eine oder andere Detail gibt, wo es eine andere, wo es scheinbar was anderes gesagt wird. Aber die Botschaft ist nicht etwas. Es gibt keine Botschaft. Kann das sein, dass wenn Ramana was Ramana sagt und was du sagst, dass das auch nur scheinbar ist, dass dann was Verschiedenes gemeint ist? Na, natürlich, klar. Beides ist nicht etwas. Das heißt, das erscheint, was erscheint. Davon ist nichts richtig oder falsch oder... absolut. Der Unterschied ist illusionär. Ja. Absolut. Es gibt keinen realen Unterschied. Ja. Nichts davon ist weiter oder höher oder weniger weit oder... Ja. Und natürlich ist es einfach eine, von vornherein schon eine Annahme, was er damit geht. Also darüber lässt sich aber überhaupt nichts sagen, was Ramana mit was gemeint hat. Insofern geht es da nicht wirklich um ihn, sondern einfach in Bezug auf das, was hier gesagt wird, kann es nicht als Methode empfohlen werden, Selbsterforschung zu betreiben. Das ist einfach. Aber natürlich, auf eine Art ist natürlich die ständige Frage in Anführungszeichen, ja, wer ist denn das? Wer fragt denn hier dauernd? Ist da jemand? Wer macht denn den ganzen Zinnober? Aber natürlich, sobald da jemand ist, der das hört, der geht damit natürlich sofort in eine Methode. Okay, jetzt finde ich raus, wer da ist. Augenblick, ist da jemand? Nee, ich finde niemand. Ha, bin erleuchtet. Aber die Suche geht weiter. Ja. Also eben, wie ist es gemeint? Keine Ahnung, spielt keine Rolle. Aber auf die Frage, soll ich Selbsterforschung betreiben? Nee, natürlich nicht. Wer soll das machen? Warum? Dann ist ja die Entscheidung, dass viele, sagen wir mal, viele Leute, die wo ich jetzt annehme, dass sie irgendwie den ihr Ich gestorben ist, sagen wir mal mit deinen Worten. Ja. Dass viele Leute dann. Also Osho hätte beispielsweise gesagt, er hat aus Compassion Methoden entwickelt, also aus Mitgefühl, weil er merkt, dass sonst keine Begegnung zwischen dem unbewussten Ich oder zwischen dem eingebildeten Ich und dem, wie man immer es nennen wollen, sein oder nicht benennbaren, ja. Keine Brücke. Ja, genau. Aber es gibt keine Brücke. Dann gibt es auch keine Connection mit den anderen Leuten. Der Art, also das ist natürlich gibt es nicht. Genau, also entweder die einzige Möglichkeit, mit auszutun, ist vielleicht still zu sein. Weil es auch von welchen gibt. Nee, war jetzt mal. Es gibt nichts auszudrücken. Ja. Nein, okay, ja, das ist auch ganz krass. Sorry, eben, es braucht immer sofort eine Geschichte und geht sofort. Ja. Kommt eigentlich aus einem persönlichen Leben. Da ist jemand und weil der nicht so weit ist, dann komme ich dem einen Schritt entgegen und alle sind glücklich. Ja. Das ist Illusion. Das ist der Traum. Und dir entgegenzukommen, man könnte sagen, sorry, keine Ahnung, mir ist das wurscht, Osho oder wer auch immer, war da jemand, war da niemand, das ist mir völlig egal. Aber es braucht immer noch eine Geschichte dazu und noch eine Geschichte. Der hat es gemacht, weil und um zu. Und das wäre ja doch besser für die armen Sucherchen, wenn sie noch ein bisschen was an die Hand kriegen. Und dann sollen sie mal noch 10 Jahre reinführen oder was weiß ich. Sorry. Aber... Du hast es gerade erwähnt. Ja, aus aber das ist nicht, wo ich dran hänge, sondern ja, ich weiß ist keine Brücke. Das ist keine Brücke. Ja, es gibt keine Brücke. Genau, dieses, dass es keine Brücke gibt. Genau, und ich bin, denkt, es gibt eine Brücke und müsst eine kriegen. Ja. Und in diesem ist Angebot ist genau, Gott sei Dank, dann kann ich ja noch 10 Jahre weiter reinfühlen. Ja. Super. Ja. Ich bin lebt darin auf. Genau darin lebt ich bin auf. Das fühlt sich gut. Es geht glücklich durch die Tür, wenn ich sage, in 80 Jahren hast du es. Ja. Ja, super. Das wollte ich hören.
Ja, wird man denn einen besseren Mensch ohne ich bin? Aber natürlich. Das ist ja doch. Nein. Das ist so. Nein, nein, nein. Wirst du nicht? Nein, nein. Also auch kein schlechter und zwangsläufig, aber. Das spielt überhaupt keine Rolle. Gut und schlecht geht darin unter. Aber man könnte sagen, es könnte unter Umständen auf eine Art so aussehen, weil natürlich die Tendenz, die suchende Energie, die natürlich einfach nicht mehr da ist und dadurch manipuliert und dadurch trickst und keine Ahnung, das könnte über fünf Ecken als gut bezeichnet werden, aber nicht, weil da jemand ist, der gut ist oder gute Absichten hat oder Weltfrieden will oder zum Besten aller handelt. Oder nee, ich bin nicht gut. Ich bin nicht mal. Kann jetzt das sein, wenn das Ich Bin wegfällt, dass diese Person dann total was anderes macht, als sie schon machte? Ja, genau. Beruflich oder? Ja, aber das kann auch mit Ich Bin passieren. Aber natürlich, ja, das scheint für manche Leute so zu sein. Aber ich kenne auch viele, für die sich gar nichts verändert. Eigentlich kenne ich mehr Leute, für die sich beruflich jetzt nicht groß was verändert. Und letztendlich hat sich für mich auch nicht viel verändert. Weil ich bin davor jedes Wochenende zu Talks gefahren und das mache ich jetzt auch. Beziehungsweise ich hatte 2-3 Jahre Pause, also wo ich nicht so viel gereist bin. Aber ja. Merkst du, wenn du jetzt mit Leuten in Kontakt bist, also du mit ihnen redest und so, ob sie ein Ich Bin noch haben oder ob sie schon... Meistens schwingt es mit, wenn da jemand ist, ja. 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 Was aber jetzt nichts... ist einfach das, was passiert. Ich meine, es ist jetzt niemand, der da speziell einen Fokus drauf legt, dass mich das interessiert oder so. Das ist einfach das, was scheinbar passiert, so wie alles andere. Das hat jetzt keine Bedeutung, eine Bewertung oder so, aber meistens, ja, hört man das so ein bisschen raus einfach. Wenn jemand glaubt, was er sagt. Wenn einfach jemand da hinten ist. Was aber tatsächlich, also ich würde da einen Unterschied machen, weil tatsächlich ist nicht das Sehen, da ist ein Ich oder da ist kein Ich. Aber was mitschwingt ist, dass sich unter Umständen da jemand als Ich erlebt. Aber natürlich wird da niemand gesehen. Also natürlich ist da kein Ich. Aber das meine ich mit, das schwingt so mit. Nicht, dass der gesehen wird, da ist jemand. Natürlich nicht. Es ist niemand im Raum.
was nicht eine, aus einer Idee kommt oder einem Konzept von, weil es kein getrenntes Ich gibt, ist niemand. Nee, es ist offensichtlich niemand im Raum. Aber natürlich kann auf eine Art, ja, aber wenn sich jemand als jemand erlebt, ist es das, was scheinbar passiert. Natürlich. Aber nicht, weil da wirklich jemand ist. Das wäre der Traum. Aber ich kann dir jetzt in dem Sinn nicht absprechen, dass du dich als Ich erlebst. Wenn das das ist, was passiert. Ja, okay. Yes. Es ist irgendwie crazy. Es ist einfach crazy. Ich dachte gerade, ich wäre ja zufrieden. Also ich wäre ja zufrieden, wenn... Bitte? Das ist ja verrückt. Ist okay. Wenn nicht immer halt doch, nicht immer in jedem Moment, aber letztendlich immer das Gefühl da ist, es stimmt was nicht. Ja. Yeah. Es fehlt was. Es ist nicht, ja... Ich will jetzt kriegen. Kein Problem eigentlich. Ja, genau. Meine also ich ja, gibt's kein Problem, wenn ich nicht. Ja. Das ist doch doof, oder? Irgendwie ist es verrückt. Ich finde es irgendwie verrückt, dass man da ständig rumläuft, weiß Gott wie lange schon, ja, und immer konfrontiert ist oder immer wieder mit diesem Mangel, mit diesem. Irgendwas ist falsch, es stimmt was nicht. Ja. Das ist doof. Ja, sorry. Irgendwie ärgerlich. Ja, ich schon. Ist doch aber auch genauso unbegreiflich wie alles. Absolut, andere. Natürlich. Und es ist auch nichts Reales. Aber ja. Es ist unbegreiflich, genau. Auch das Erleben von Ich Bin passiert ohne Grund. Es gibt keinen Grund dafür. Und eben auch genau so, wie es passiert. Und genau so, wie es ist. Absolut, auch so. Ohne Grund, einfach so. Also nicht mal einfach so. Einfach so, so wäre schon wieder ein Grund. Ja. Naja, nee, ja. Ohne Grund. Ohne Grund, ja. Aber würdest du jetzt sagen, zum Beispiel, dass dieses Gefühl von Mangel oder irgendwas stimmt nicht, dass das unmittelbar mit dem Ich zusammenhängt? Also, dass da quasi kein Ich geben kann, das sagt, dass halt zufrieden ist? Ja. Weil das immer, wenn ich da ist, ist halt der Mangel auch da. Ja. Oder dieses Mangel. Ja, wobei der kann natürlich sehr subtil sein. Also ich bin, kann den auch leicht übersehen. Aber es braucht dann zum Beispiel eine Geschichte, um es für sich ganz zu machen. Heute geht es mir richtig gut. Heute bin ich glücklich. So, also ich bin kann sich natürlich auch gut fühlen. Kein Thema damit. Aber es kann jetzt nicht sich ein Ich entwickeln, weil zum Beispiel manche Leute sagen ja, wenn jemand das ganze Leben lang mit so einem Gefühl rumläuft, irgendwas stimmt hier nicht oder irgendein Mangel ist da, dann liegt es an der frühen Traumatisierung als Baby, yeah, zum Beispiel. Und das haben wir ja in Deutschland verstanden. Yeah. Dass man halt irgendwie von seinen Eltern weggelegt worden ist oder so und dass da irgendwie ein ganz tiefes Trauma ist. Und wenn, dass man quasi sagt, wenn das Trauma nicht da ist, also bei dem Baby, das nicht so aufwächst, yeah, dann wächst da vielleicht ein Ich heran, das gar nicht in dieser Mangelsituation lebt, sondern das einfach ein zufriedenes Ich ist. Bis es stirbt. Kannst du es geben? Oder also, weißt du, so ungefähr kann man das verstehen. Ich weiß ungefähr, was du meinst. Trotzdem würde ich auf eine Art können wir sagen, das Erleben von Ich Bin ist das erste wirkliche Trauma. Das aber letztendlich ohne Grund passiert. Und gleichzeitig würde ich sagen, das ist eine Geschichte, das gibt's nicht. Also dass man jetzt nicht durch eine Traumaheilung oder so, wenn jetzt das Trauma geheilt ist, dass man dann so ein Ich sein kann, das einfach happy ist. Nicht in dieser absolut, nicht so wie das hier besprochen. Ich meine, hier geht es nicht um Happiness oder Glück oder sich gut fühlen. Aber natürlich kann es. Natürlich kann. Nein. Nee.
Solange da jemand ist, findet auf irgendeine Art eine Suche. Aber wie gesagt, das muss nicht dramatisch sein. Es kann sehr subtil sein. Einfach durch ein Leben in Geschichten. Ich meine, ich kann bis zum Schluss scheinbar glücklich sein. Es geht überhaupt nicht darum, jemand unglücklich zu reden oder so. Also es gibt viele scheinbar glückliche Leute. Absolut, kein Thema. Ich meine, das habe ich mir auch schon gedacht, als ich kenne das total nachfühlen, ja, auch so von der Beobachtung her, dass ich denke, so Kinder, die relativ in den letzten 30 Jahren erzogen worden sind, dass die von meiner Sicht aus, also von meiner Generation oder von der Vor, dass die zumindest weniger Traum in sich tragen und dadurch komischerweise auch oft keine spirituellen Super werden, sondern eher zumindest gefühlt mit dem Ich Bin länger glücklich sind. Ja, wobei, was in dieser Generation da natürlich viel kommt, ist Selbstoptimierung und Coaching und... Ja, okay, die kenne also, bei mir ist erst so eine Zwischengeneration, bei den Neuen habe ich dann auch wieder das... Aber natürlich, das ist das, was scheinbar passiert, oder ja. Passiert ist oder passiert, dass wir natürlich eine kriegstraumatisierte Generation hatten und das scheint sich über die Jahrzehnte ein bisschen auszuheilen, bei den anderen, ja absolut, kein Thema, natürlich. Und die Jungen halt, die dann quasi so jetzt vielleicht 30 sind und von, sagen wir mal, Eltern erzogen worden sind, die ihre Jugend in Indien zugebracht haben und die jetzt halt eine Familie machen und wo immer alles so, die aber gut wirken. Also so würde ich sagen, irgendwie gesund von meiner Meinung nach. Absolut, nicht traumatisiert zu sein, scheinbar gesund zu sein. Ja. Absolut. Oder scheinbar gesünder zu sein, so traumatisiert zu sein, ist halt... Ein bisschen Trauma ist halt wie eine Erkältung. Und so ist in meiner Projektion halt trotzdem das, was fehlt. Also das muss ich auch sagen. Aber natürlich, solange da jemand, ich meine, man kann es bei vielen Naturvölkern oder so, die einfach trotzdem, also relativ in Bezug auf unsere komplexe Gesellschaft, relativ gesund gelebt haben und relativ einfach und relativ glücklich und natürlich auf ihre Art sehr weise waren, die natürlich aber trotzdem eine Spiritualität entwickelt haben und trotzdem einfach, das ist jetzt ein bisschen, innerhalb des Erlebens von Ich Bin, von richtig und falsch und von es geht wohin und die ewigen Jagdgründe oder das ist einfach, davon ist nichts richtig oder falsch. Also sich als jemand zu erleben ist in dem Sinn nicht falsch. Es ist nichts, was nicht sein sollte. Aber es ist eben so, wie es ist, mit allen scheinbaren Konsequenzen. Es ist einfach wie ein Leben im Traum. Das im Prinzip immer etwas benötigt, um es für sich ganz zu machen. Und wenn es einfach nur ein Glaubenskonstrukt ist von einer Welt und einem Universum, klar, wenn es sonst keine Probleme gibt, in dem Sinn reicht das schon. Ja. Das Ich sucht sich dann, andere Wege, um irgendetwas... Oder es lebt in Beziehungen, oder... Ja, sucht sich irgendwas anderes, was dann nicht in Ordnung ist, ja, was es haben will oder wo es hin möchte. Als wenn es jetzt nicht spirituelles ist, ja, sucht sich dann irgendwas anderes. Ja, das ist dann halt das, weiß ich nicht, ein Auto oder die neue Küche oder Status oder irgend sowas, oder? Ja, das ist sowieso klar. Natürlich. Ist ja nicht beschränkt auf... Spirituell, nee, absolut nicht. Es sucht etwas. Sicherheit, Familienglück, finanzielle Sicherheit, klar. Den Feierabend. Es sucht etwas. Das heißt, in dem Sinne hat diese Botschaft nichts mit Traumata oder nicht traumatisiert sein zu tun. Aber ja, was scheinbar passiert ist, dass fast alle Leute hier auf eine Art traumatisiert sind. Aber da es eigentlich alle paar Jahrzehnte in allen Erdteilen zu kriegen kommt, gibt's, also die Frage ist, gab es jemals eine Zeit, wo das nicht stattgefunden hat? Nicht bloß Kriege, Missbrauch haben. So Missbrauch haben. Ja. Insofern. Also könnte man sagen, nochmal um auf das, sobald Spiritualität entwickelt wird, ich weiß nicht, irgendwie habe ich. Klasse. Ja. Ich meine, auf eine Art gibt es. Ich merke es gerade, wenn du reden willst. Müssen.
Ja, schon die Endlichkeit des Lebens ist ja eigentlich was, was jetzt immer unterschwellig mitschwingt, dass, dass man irgendwann stirbt und dass das alles sehr fragil ist und jederzeit zu Ende sein kann. Ja. Und schon allein das kann der Tich nicht wirklich sich zurücklehnen lassen und sagen, hey, alles ist super, alles, ich bin happy oder so. Nee, es braucht eigentlich sofort eine Einbindung, mindestens eine Einbindung in ein größeres Glaubenssystem, um sich irgendwie... Das ist eigentlich verrückt, nicht traumatisiert zu sein angesichts der Situation. Genau, im Endeffekt ist... Das kann man ja eigentlich nicht handeln, so zu sitzen irgendwie auf diesem Planet und zu wissen, man stirbt und man kann nichts dagegen machen. Das ist ja eigentlich schon das total krasse Erfahrung. So können wir es sagen. Also in Bezug auf diese Botschaft spielt es keine Rolle. Trauma, kein Trauma. Natürlich, es ist so, wie es ist. Scheinbar. Gut, scheinbar gibt es wahrscheinlich schon Individuen, denen alles gelingt. Also ein Cristiano Ronaldo, der würde wahrscheinlich nicht hierher kommen, solange er Tore schießt. Naja, der wird ja jetzt angeklagt wegen Steuern. Gleich. Drei Chancen. Ja, eben, es geht nicht um Glück oder Unglück. Ich meine, das ist natürlich Teil des... Also es gibt natürlich Leute, denen scheinbar vieles gelingt. Und die Illusion findet statt, dass es scheinbar gelingt, weil ich es richtig gemacht habe. Und natürlich, das kann bis zum Tod durchlaufen. Klar. Natürlich. Niemand ist schlechter dran. Und nicht die Leute, die ein normales Leben leben, die leiden in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Nö, vielleicht nicht. Manchmal sind es große Idioten. Ich denke, es ist ja wie früher, wenn man dazu gefragt wird, so, also so, ich meine, ich habe jetzt kaum was mit Politikern am Laufen oder so, aber so wie Trump, und denn da war früher immer das Gefühl, denen wollte man gerne mal LSD geben, einfach, dass sie einen anderen Blick auf die Welt haben. So. Dieses, also diese Laufbahn zu verändern irgendwie. Ja. Wobei sie bis an ihr Lebensende nicht, also Glück haben. Wobei Trump jetzt auf seine ganz eigene Art recht zufrieden mit sich ist. Das würde ich sagen. Ja. Ja. Diesen Zustand etwas zu verändern. Warum? Weil es ihm schlechter geht? Nein, eigentlich finde ich ihn ja gut zum ganzen Weltgeschehen. Auch das schön, finde ich das schön, irgendwie wie Salz in dieser Suppe oder so ein bisschen. Hat er nicht alles auf, ich finde es auch gut. Der macht einfach nicht mit, dem Üblichen. Und dieses... Ich weiß, es war ja schon vor der Wahl ein Bashing gegen ihn. Die Respektlosigkeit ohne Ende. Und die Leute stürzen sich drauf, da so eine Figur zu haben, über die sie herfallen können, das mag ich nicht. Mhm. Punkt. Ja. Ja, ich bin spricht, oder? Scheinbar. Keine Ahnung. Scheinbar. Hat Meinungen, ich meine, ich bin spricht scheinbar. Hat Meinungen, scheinbar. Ja, ich bin, hat Meinungen, genau. Hat Meinungen. Meinungen ist das, was scheinbar passiert. Genau. Ach, Meinungen ist was scheinbar passiert. Natürlich, genau. Absolut. Ich meine, ich bin Nazi und könnte sie für real nehmen. Oder ja. Wichtig. Oder mein sogar, es habe sie. Es habe sie, genau. Ja, ja.
du sagst, es hat nichts mit Happiness zu tun, die Botschaft, aber irgendwie ist es ja auch doch so, wenn jetzt nur Happiness da ist, dass es alles in weiter Ferne rückt, dann will man auch sowas gar nicht hören. Naja, aber dann hat, ich bin normalerweise auch kein Problem und frag nach nichts. Ja. Naja. Dann ist mir noch mehr Happiness, oder ist denn genug? Natürlich, solange da jemand ist, beginnt sofort die Arbeit wieder. Also es braucht normalerweise entweder sofort eine Geschichte dazu, wie gut es jetzt gerade läuft, oder es kommt gleich der Gedanke, jetzt habe ich es geschafft, oder so sollte es weitergehen, oder ich muss es auskosten, bis es vorbei ist, oder natürlich. Es beginnt sofort damit zu arbeiten wieder. Ja. Oder es stellt sich raus, dass sich gut zu fühlen, dieses suchende Setup gar nicht befriedigt. Was auch immer. Aber natürlich, solange da jemand ist, ist da jemand, der in Trennung lebt, nur erfährt und auch gute Sachen bleiben ungenügend. Es muss eigentlich sofort zusätzlich arbeiten, um es für sich wirklich stimmig zu machen. Und wenn es nur eine Geschichte dazu erfinden ist. Na gut, dann machen wir Pause.